Morgen haben wir übrigens ein größeres Projekt vor. Oh ja. Was uns viel Zeit und Kraft kosten wird, aber sich unserer Meinung nach lohnt. Einmal für uns, für unsere Sicherheit, für unser Wohlbefinden und für euch hoffentlich auch zum Entertainment. Tage sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Hier draußen stehen Grizzlies, Wölfe, ganz oben in der Nahrungskette. Mit jeweils über 30 Kilo auf dem Rücken geht es zu Fuß 300 Kilometer querfeldein durch dichte Wälder, über schroffe Berge und reißende Flüsse. Ex-Elite-Soldat Otto Karas und Extremsportler Fabio Schäfer sind der Survival Squad. Schon krass schön hier, Wahnsinn. Putzen wir mal gerade die Waffe raus. Jetzt sieht er uns. Der kommt jetzt hier rüber, Otto, ne? Hey! Ich meine. Willkommen in der Wildnis. Der Partner dieser Survival Squad Folge ist mal wieder Samsung. Bei einem der letzten Folgen haben wir euch den Freestyle Beamer vorgestellt. Für den gibt es immer noch mit dem Code SQUAD 10% Rabatt plus ein gratis Outdoor Case. Aber diesmal stellen wir euch noch ein anderes cooles Produkt vor. Hier haben wir den Samsung Zero. Ein absolutes Kracherprodukt. Was ist das? Das ist ein Fernseher. Aber da könnt ihr nicht ganz normal im Querformat schauen, sondern automatisch auch im Hochformat. Und so zum Beispiel eure Lieblings-Reels und Stories in richtig großer Auflösung und Qualität genießen. Die Bedienung ist kinderleicht. Entweder ihr benutzt die Fernbedienung oder euer Smartphone. Über TapView könnt ihr euer Smartphone connecten und wenn ihr dann den Inhalt spiegeln wollt, entweder im Hoch- oder Querformat, könnt ihr einfach entsprechend das Handy kippen oder aufstellen. Der Fernseher macht es euch gleich. Des Weiteren gibt es auch noch die Smart TV App und so könnt ihr eure Lieblings-Streaming-Dienste nutzen. Zum Beispiel Netflix, Disney, aber auch YouTube und das volle Programm genießen. Zudem ist natürlich auch wieder Samsung Gaming Hub dabei. Das heißt, ihr benötigt lediglich einen Xbox-Controller, verbindet ihr mit dem Zero und könnt ohne Konsole Xbox-Spiele über eine Internetverbindung spielen. Der 43 Zoll QLED 4K-Bildschirm mit matter Oberfläche liefert gestochen scharfe Bilder und der 60 Watt Lautsprecher im Standfuß liefert den perfekten Sound dazu. Optional gibt es noch die Zero Wheels dazu für mehr Mobilität und Beweglichkeit. Und mit dem Code SQUAD könnt ihr ganze 35% auf den Samsung Zero sparen. Link in der Videobeschreibung. Ganz lieben Dank an Samsung für die Partnerschaft und euch ganz viel Spaß mit der Folge Survival Squad. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Heute, dieser Tag ist prall gefüllt. Wir werden heute erstmal den Tag mit Baden beginnen. Haben wir bitter nötig. Vor uns der schönste See, aber nicht mit dem schönsten Wetter. Egal. Danach werden wir uns um Nahrungsaufnahme kümmern. Das heißt, wir werden die Angeln auswerfen, gegebenenfalls noch auf die Jagd gehen und danach startet unser Projekt. Unser Riesenprojekt. Also genau. Pickepacke voll der Tag, ne? Ja, das ist, also man könnte meinen hier, warum machen die Urlaub da? Irgendwie schon, ne? Die sind da einen Monat, einfach mal die Seele baumeln lassen und nein, die knallen sich die Tage voll. Voll mit sowas, mit Jagen, mit Angeln, mit Blaubeer suchen, mit Waschen. Ja. Weißt du, man kann jetzt auch mal einen Monat einfach sich nicht waschen. Genau, so sieht's aus. Aber so sind wir halt. Also, let's go. Um meinen Kreislauf anzukurbeln, habe ich heute Morgen erstmal schön mit der Säge ein Stück Totholzstamm noch abgeschnitten. Guck mal, wie sauber das geschnitten ist. Und was ich noch viel krasser finde, wie klein diese Jahresringe einfach sind bei diesen Bäumen. Wie ultra klein. Ein dunkler, ein heller, gleich ein Jahr. Und jetzt guck mal da unten, wie lang bis hierhin sind irgendwie schon, glaube ich, 8-9 Jahre. Dann ist der Baum gerade mal so dick. Die wachsen ja super, 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 super langsam. Ja, tot ist, hier nehmen auch schön Totholz davon. Aber da sieht man einfach, wie schwer das hier oben ist. Einfach dieser Baum wird irgendwas um die 100, 150 Jahre locker sein. Das ist einfach krass. Das wollte ich euch nochmal zeigen, weil so dick ist er nämlich gar nicht. Hier, Hand daneben, seht ihr. Ganz wichtig, bevor der Tag jetzt erstmal richtig losgeht, Wasser filtern hier im See und erstmal Flüssigkeit zu sich nehmen. Wie zu Hause mache ich auch immer. Ich stehe morgens erst auf, trinke erstmal ordentlich Wasser. Und das ist auch hier natürlich super wichtig. Indikator immer, gelbes Urin, dehydriert. Durchsichtiges Urin, alles gut.
Otto Gerd Karasch. Ja? So bin ich. Guck mal schön die Bilder von gestern. Ja, hast schon Bilder. Wir haben schöne Blueberry-Suppe. Da habe ich gerade eben gedacht. Du hast in Erinnerung geschwelgt. Reicht dir nicht, dass du noch hier bist, gell? Musst du in Erinnerung von gestern schwelgen. Du, das habe ich gerade gedacht, wo ich Holz geholt habe. Die leckeren Blaubeeren, die hier überall wachsen, weißt du? Ich dachte mir, das morgens früh wäre doch der Knaller. Ja, das wäre wirklich klasse. Müsste nur jemand sammeln. Dazu haben wir noch keine Kraft. Wir müssen erst noch Fische fangen. Wir müssen erst noch baden gehen jetzt, ja, mein Freund. Ja, wir baden jetzt. Hygiene und so. Hygiene und so, richtig. Ne? Haben wir jetzt eine schöne Stelle gefunden. Die ist approved zum Baden gehen. Ja. Glasklares Wasser. Schön Steine zum Reingehen. Herrlich. Das ist auch das Richtige für so einen kleinen Badeurlaub. Ja, klasse. Sieht so ein bisschen aus wie hier an der Adria oder sowas, weißt du? Nur dann die ganzen Menschen. So, als erstes machen wir hier Waschen von den Klamötkes. Das sind nämlich schöne Unterhose, alte Socken. Herrlich. Der ganze Schmauch der letzten Tage da mal rausgeht hier. Die riecht echt gut, die Seife. Ja. Die werde ich mir auch holen. Man lässt das Ganze vielleicht ein bisschen einziehen hier, wenn man das so eingeseift hat. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. So, jetzt seht ihr einen ausgemergelten Otto. Nur noch Haut und Knochen dran. Oh, ja. Das ist so gut, ey. Ist aber nicht so kalt. Willst du erst mal ins Wasser hüpfen? Ja, so sieht's aus. Alter, ist das Wasser klar. Bei so einem abgemagerten Körper braucht man gar nicht mehr so viel zu waschen. Das ist auch praktisch. Das ist der große Vorteil, ne? Ja. Ja. Da ist nicht mehr viel da, was man pflegen muss. Nee, einfach ein bisschen Haut nur noch. Ah, ja. Haut und Knochen. Das sind wir beide nur noch. Nur noch Haut und Knochen. So. Wäscheleine ist gemacht. Jetzt hängen wir die Sachen mal schön alle zum Trocknen auf. Das ist natürlich die Frage bei so einem bewölkten Tag, wie lange das dauert. Aber die kann man einzeln ausbringen. Ja, ist noch nicht Wasser drin. Wir legen jetzt los. Jagen, angeln. Der See ist super ruhig, kein Windchen geht, super angenehm. Die Enten sind mitten am See, ganz hervorragend. Und dann legen wir auch nachher los mit der Überraschung für euch. Das große Otto-Fabio-Projekt. Das große Otto-Fabio-Projekt, da könnt ihr euch drauf freuen. So, Step 1, die Angeln ready machen. Und da zeigen wir euch jetzt mal, was Fischwirt Otto Gerd Karasch sich da überlegt hat. Genau, Fischwirt hat nicht viel mit Angeln zu tun, aber Angelschein habe ich auch so, seitdem ich 14 bin. Wir haben am Anfang ja am Fluss versucht mit Spinner, wo wir auch eine Esche mitgefangen haben. Und dann hat sich herausgestellt, was super funktioniert hat, ist eine Fliege zu nehmen mit einer Wasserkugel. Wasserkugel ist wie ein Schwimmer, schwimmt oben drauf. Wir haben jetzt hier ein bisschen Blei dran getan, damit wir ordentlich weit raus können. Denn der See ist sehr flach, gerade am Ufer. Das heißt, wir haben jetzt hier, das schwimmt oben und die Fliege geht unter. So eine Nassfliege, die also im Wasser hängt, sieht aus wie eine Fliege, die einfach reingefallen ist. Das Ähnliche haben wir bei Fabio gemacht. Da haben wir allerdings einen Schwimmer genommen, auch so ungefähr identische Distanz. Und wir werden jetzt die Angeln auswerfen, möglichst weit nach draußen. Ich bin gespannt, weil wir haben noch keinen einzigen Fisch springen sehen, nichts an der Wasseroberfläche. Deutet eigentlich nicht darauf hin, dass hier Fisch ist. Am Ufer sieht man, könnt ihr jetzt nicht sehen, ganz, ganz viel tierisches Plankton, was eigentlich super ist für kleine Fische, die normalerweise immer am Ufer schwimmen, so die Brut. Auch noch nicht gesehen. Mal schauen. Vielleicht gibt es doch Fische hier drin. Wir werden die Angel jetzt hier positionieren, dann festmachen, um dann auf die Jagd zu gehen. Haben die allerdings natürlich in Sichtweite, die Angeln, und hoffen, dass wir damit dann erfolgreich sein werden.
hier. So, wir sehen draußen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Kugel. Und unten drunter ist jetzt quasi die Fliege ist im Wasser und simuliert einfach eine tote Fliege, die dann rumfliegt. Er schwimmt und das sollte für Fische eigentlich passend sein. So, jetzt wollen wir noch Fabius Angel auswerfen. Und dann gucken wir mal. Wäre natürlich schön, wir kriegen gleich eine Ente und haben Fisch. Das wäre natürlich der absolute Knaller. So, Fabio dürfte ein bisschen mehr Gewicht dran haben. Könnte wahrscheinlich ein bisschen weiter rauskommen, was gut wäre. So, richtig, richtig Schwung holen. So, wir haben eben die Enten schon ausgemacht von Weitem. Ich hoffe, sie sind immer noch im gleichen Spot. Jetzt machen wir es wie beim letzten Mal. Gehen hier durch den Wald außen rum. Uns dann wieder langsam annähern, damit Enten uns nicht sehen. Die können super sehen, sind sofort weg. Das heißt, wir gehen tief durch den Wald, gucken immer, wenn wir so ein bisschen den See sehen, auf dem Zielfernrohr, sind die da, sind sie nicht da. Langsam vorsichtig annähern. Ist nicht so einfach. Enten können, wie gesagt, super gut sehen. Ja. Wir wollen eigentlich noch was essen heute. Wir sehen jetzt wieder vorne am See die Mutter mit den Kleinen, die natürlich kein Ziel ist. Wir wollen nur gucken, dass sie nicht verschreckt ist und die anderen Enten warnt. Deswegen lassen wir die jetzt mal langsam vorbeiziehen, um so weiter annähern zu können. Ich guck mal, ob wir die irgendwie auf Kamera bekommen. Ja, könnt ihr das schlecht erkennen. Das ist die Mutter mit den Kleinen. Schwimmen langsam von uns weg. Und am See haben wir schon zwei weitere Enten ausgemacht. Mal gucken, es bleibt spannend. Das heißt, es ist in der Position wieder warten, bis hier hoffentlich irgendwann die Enten vorbeischwimmen. Gestern hat das Ganze gut 2,5 Stunden gedauert, bis welche vorbeikamen. Hinter uns donnert's, Gewitter zieht auf. Fabio, was sagst du, Enten? Das war's mit den Enten. Die sitzen schon längst an den Uferrand, irgendwo in deinem Busch und genießen die Trockenheit. Ja. Fabio sagt, das war's mit den Enten. Die sitzen eh längst irgendwo am Uferrand und genießen die Trockenheit. Wir sitzen hier wie zwei Waldschrate und beobachten den See. Leider heute kein Erfolg gehabt. Aber wir gehen jetzt mal zurück ins Lager, bevor wir nachher nass in die Schlafsäcke müssen. Und ja, dann werden wir heute wohl hungern. Außer bei den Angeln finden wir noch was. Aber das bezweifle ich so ein bisschen. Wenn es zu Hause regnet, ist das immer völlig egal. Aber hier, wenn wir jetzt hier richtig nass werden, heißt das, die Jacke, die man nachts im Schlafsack anhat und so weiter, ist feucht. Der Schlafsack wird feucht. Deshalb, ja, versucht man das natürlich zu vermeiden. Jetzt wurden wir aber ein bisschen vom Regen überrascht und jetzt sind wir nass. Irgendwie haben wir jeden Tag so ein bisschen Regen, oder? Hatten wir 2-3 Tage bis jetzt ohne Regen? Ja, gestern. Ein bisschen Regen sonst immer morgens oder abends. Ja, ja. Tagsüber. Tagsüber hatten wir bisher meistens, Glück in den letzten Tagen. Meistens Glück, ja. Ja, ja. Ja. Ist schon. Aber man nimmt den Regen einfach hin, wir können es eh nicht ändern. Ja, wir können es eh nicht ändern, aber es ist auf jeden Fall, muss man dann einplanen, dass man das Ganze lieber trocken hat und eine gute Nacht verbringt. Und zu Hause ist es völlig egal. Im normalen Haus und so weiter, alles egal. Ja. Aber ziehst die nassen Sachen an, frische Sachen. Genau. Jawohl, der Donner. Wir gucken jetzt erstmal nach den Angeln. Vielleicht, auch wenn ich nicht so wirklich die Hoffnung habe, haben wir da was dran, damit wir noch eine Kleinigkeit essen können heute. Oh, jetzt wird der Regen dolle. Ja. Ja, mal schauen. So, es fühlt sich leider nicht an wie ein Fisch. Es hat den Köder bzw. die Wasserkugel mit der Fliege einfach ans Ufer getrieben. Zack, zack, ne. Ein Stück Holz haben wir. Yay. Yay, so. Ne, ein Stück Gras haben wir gefangen. Also heute nicht erfolgreich Blitz, was Jagd und Angeln angeht. Aber das ist manchmal so. Manchmal hat man Glück, nee, manchmal hat man Pech und die anderen haben Glück oder irgendwie sowas geht das. Ne? Ja, also, egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall Energie sparen, zurück zum Lager und da irgendwie schauen, ob sich das mit dem Regen noch gibt. Aber ich schätze mal, ja, heute ist nur noch Ruhen angesagt, um die Ressourcen zu sparen.
Wir sind zurück im Lager, harren jetzt hier quasi im Regen aus. Haben natürlich noch Hoffnung, dass das irgendwie aufhört heute noch. Aber ja, wir haben jetzt halt auch schon Abend. Mal schauen, wie lange das noch geht. Regen hat aufgehört. Wir sind beide irgendwie komplett durchfroren wegen den nassen Klamotten. Aber jetzt gibt's Höllenfeuer. Ja, schön. Ehrlich. Sehr schön. Nachdem ich heute Morgen und ja eigentlich bis heute Nachmittag ein totales Hoch hatte, geht es mir heute Abend, nachdem es eben so kalt war, ja nicht so körperlich gut. Wir haben jetzt gerade gesprochen, dass wir morgen mal ganz hoch auf die andere Seite des Sees, wo wir bisher noch nicht waren, gehen wollen und gucken, ob da vielleicht Fisch ist, weil da der Zufluss für den See ist. Wir da vielleicht mehr Enten oder sonst was finden. Kopf ist bei uns beiden noch am Start. Aber Körper merkt man auf jeden Fall, also zumindest ich, heute Abend extrem. Das ist die Hoffnung morgen. Wir schießen Ente, vielleicht mehr als eine, fangen Fisch und können endlich unser Projekt starten, was wir euch versprochen haben. Denn da freue ich mich, oder wir beide uns sehr drauf. Ja, wir können nur sagen, good night. Ja? Gute Nacht, ja. Good night. Wir hören gerade Wolfsgeheul. Ist sehr weit weg. Wir wissen nicht, ob man es aufs GoPro hören kann. Und irgendwo da aus der Richtung. Aber es ist leise. Aus dem Tal, wo wir hergekommen sind. Vermutlich, ja. Der Wolfsgeheul haben wir uns die ganze Zeit gewünscht, das mal hier draußen zu hören. Gerade nach unserer Begegnung an Tag 3 mit dem kleinen Rudel. Völlig surreal, draußen in der Wildnis ein Wolfsrudel zu hören. Ein Status-Update. Bin eben mal kurz zum Pinkeln aufgestanden, was mir irgendwie ziemlich schwer gefallen ist. Ich bin eben schon mal eingepennt und ja, wollte dann aufstehen, aber ich habe irgendwie gemerkt, so wow, mir ist irgendwie komisch, so kreislaufmäßig. Ich hatte so gekrisselt auf den Augen und so, ja, wie so Übelkeit. Und auch wenn ich ganz normal atme, wie wenn ich nicht so richtig Luft bekomme, wie wenn irgendwie was Schweres auf dem Brustkorb liegt. Ja, so habe ich auf jeden Fall noch nicht gefühlt bisher. Ist irgendwie strange, vor allem, weil ich auch liege und jetzt nicht rumlaufe oder so. Hier die letzten 2 Wochen sahen ja bisher so aus, viel verbrennen, durchschnittlich laut Uhr immer zwischen 3.000 und 3.500. Und das, was wir bisher insgesamt gegessen haben, auf dem gesamten Trip, deckt noch nicht mal ansatzweise das, was man an einem Tag verbrennt. Das wollte ich einfach mal gerade festhalten, was das so mit einem macht oder mit mir macht. Ja, bei Otto sieht es anders aus. Er hat natürlich auch abgenommen, aber ja, an ihm ist einfach mehr dran und er ist das wahrscheinlich mehr gewohnt als ich, dass man mal längere Zeit nichts isst. Ja, das ist gerade so der Status. Oh, Freunde, der nächste Tag, uns überrascht der Tag mit wunderschönem Sonnenschein. Richtig, richtig schön. Das Feuerchen gemacht, machen jetzt erstmal einen schönen leckeren Tee zum Morgen. Und dann wiederholen wir den gestrigen Tag mit hoffentlich mehr Erfolg, mit Jagd, mit Angeln und dann mit dem Projekt, was wir euch versprochen haben. Ach, Sonne tut einfach gut, muss man sagen. Genießt man hier richtig und weiß man sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ja, jetzt erstmal schön Tee machen. Wasser ist aufgesetzt und ich sammle jetzt hier unseren schönen, bekannten Labrador-Tee oder Hudson Bay-Tee oder Trapper-Tee, egal wie er genannt wird. Da gibt es erstmal was Warmes im Magen zum Startentag. Tee ist gesammelt. Hier vom Labrador-Tee nehmen wir jetzt einfach die frischen Blätterchen oben, die Stiele nicht.
Und das letzte Mal hatten wir, ich glaube, knapp 40 Stück reingetan. Heute tun wir mal ein bisschen mehr rein. Und dann sollte das ein schöner Start in den wunderschönen Tag sein. Tee ist fertig. Zieht jetzt noch ein bisschen. Dann können wir gleich was Schönes Warmes trinken. Wir ziehen jetzt los Richtung Ende vom See. Bei mir ist so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte den ganzen Tag pennen. Ich habe auch bis gerade eben noch im Schlafsack gelegen. Und diese Übelkeit geht halt nicht weg. Ja, ich versuche halt jetzt irgendwie nicht in so eine Abwärtsspirale zu kommen und zwinge mich jetzt hier mitzugehen und nicht weiter zu pennen. Ich werde heute wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein, weil das alles irgendwie ein bisschen nervt, das Reden. Aber versuche euch da einfach irgendwie Status zu geben, damit ihr euch mehr in diese Situation reinversetzen könnt. Und ja, so ein bisschen nachfühlen könnt, was dieser Trip mit einem machen kann. Ja. Wir nähern uns der Spitze des Sees, beziehungsweise so knapp die Hälfte haben wir jetzt erst. Wir sind jetzt ein bisschen schwer im Gelände unterwegs, also arg abfallend. Man beobachtet natürlich hier immer ständig das Wasser. Wir beobachten, können wir irgendwas an Spuren von Fischen entdecken. Enten haben wir schon gesehen, zwei Stück. Die schwimmen natürlich jetzt auf die andere Seite vom See. Und da unten ist wieder was, wo man normalerweise von ausgehen könnte, das könnten Fische sein. Zeige ich euch jetzt mal. So, und zwar seht ihr da diese Blasen, die da hochkommen. Die sind allerdings sehr, sehr gleichmäßig. Normalerweise kann das hindeuten auf gründelnde Fische. Gründeln heißt die Fische, die ein unterständiges Maul haben, also Maul, was nach unten geht, und dann im Schlamm wühlen nach was zu essen. Zum Beispiel Karpfen, Barben, also verschiedene Störe zum Beispiel sind auch so. Aber das da unten ist zu gleichmäßig und immer an derselben Stelle. Also wird das wahrscheinlich irgendwas Unterirdisches sein, wie Gase, Luftblasen, die da entweichen. Also leider kein Fisch. Wäre aber sonst ein Indiz für Fische. Jetzt kommen wir an einer Stelle näher, die eigentlich auch wieder gut sein könnte für Fische. Und zwar, wenn es irgendwo eine Einmündung in den See gibt. Habe ich in Kanada tatsächlich schon mal gute Erfahrungen mitgemacht. Dass sie dann am Einfluss quasi stehen und hoffen auf all mögliches Getier und Nahrung, die von den Bächlein zugetragen wird. Das heißt, wir beobachten jetzt mal, auf den ersten Blick sieht man allerdings gar nichts. Man sieht nur, wie unfassbar flach dieser See hier ist. Ihr könnt es ja selber sogar sehen. Man sieht da die Sand- und Steinbänke und die ganzen Baumstämme drin. Und normalerweise kann man da, habe ich echt schon mal in so einem See, richtig große Forellen drin gehabt. Irgendwie so ein, ja, irgendwie 40 cm, also Wahnsinn. Sieht aber hier auch nicht danach aus. Wir sehen richtig viele Enten vor. Alter, guck mal, wie weit links die sind am Ufer. Ja. Wir sehen richtig, richtig viele Enten. Also hier ist alles voll, wahrscheinlich irgendwie 15, 20 Stück. Alter. Also viel Bewegung auf dem Wasser. Jetzt die Hoffnung, also Enten können einfach extrem gut sehen. Unerkannt annähern, fast unmöglich bei denen. Normalerweise geht man ja so hin, versteckt sich irgendwo nachts im Dunkeln. Und wenn die Sonne kommt, oder die Sonne aufgeht, besser gesagt, dann landen die Enten dann da. Also ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich wird es auch mit ein bisschen Wartezeit sonst verbunden sein. Wir schauen mal, weil die sehen halt einfach jede Bewegung. Ich werde jetzt mal meine Waffe vorbereiten, weil ich habe hier aktuell nur einen Schrot drin. Der Rest ist noch von der Nacht, die Slugs gegen Bären. Aber ich will wenigstens zwei Schrot drin haben. Und hier habe ich ein kleines Upgrade, damit ich die Waffe nicht mehr die ganze Zeit tragen muss. Wir haben sie jetzt hier auf die Lauer gelegt. So ein bisschen im Grünen versteckt. Hinter Bäumen. Sodass wir dann jetzt wahrscheinlich erstmal warten müssen, bis die Enten kommen. Und das kann natürlich ein bisschen dauern, weil die uns eben gesehen haben. Das heißt, sie werden so schnell erstmal nicht an unsere Position zurückkommen. Wie gesagt, Enten können einfach richtig, richtig gut sehen. Es sind aber wirklich viele hier und es sind vor allem die großen Enten. Die fangen an, langsam in unsere Richtung zu kommen, aber sind noch weit weg. Jetzt nicht mehr bewegen und ich muss so hardcore pinkeln. Zwei Stück.
Wir liegen jetzt knapp einen halben Tag schon auf der Lauer. Über 4,5 Stunden. Und die Enten schwimmen teilweise mal kurz in unsere Richtung, dann aber wieder weg. Sind aber gut getan, dass sie uns nicht sehen können. Also Enten sind schlau. Man denkt immer so eine dumme Ente. So dumm sind die gar nicht. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier ausharren. Ansonsten, ja, war es das heute mit Nahrungsbeschaffung. Bleiben jetzt wieder nur ein paar Blaubeersüppchen, was wir machen können. Und wir wollen ja auch endlich mit dem Projekt starten, Fabian und ich. Es ist schon Wahnsinn. Also, wenn man so viel Hunger hat und weiß, man braucht wirklich das Essen, wie man stundenlang auf der Lauer liegen kann, beobachtet, wirklich hofft, boah, kommt die Ente in unsere Richtung, kommt die nicht in unsere Richtung, wäre super, wenn sie da hinkommt. Man fiebert da richtig mit. Das ist schon, dann kommt so dieser Jagdinstinkt in einem hoch. Ja. Aber man ist nicht mehr erfolgreich bei der Jagd. Man guckt auch mal nur mal blöd aus Wasser und sieht die Enten beim Schwimmen. Ja, nach über 4,5 Stunden, wir haben doch noch mal länger gewartet, weil es sah ganz kurz so aus, als würden die Enten zu uns kommen. Kamen sie aber doch nicht. Jetzt langer Weg, sind so knapp 2,5 Kilometer zurück Richtung unserem Lagerplatz, beziehungsweise ja, wollen wir die kleine Überraschung für euch jetzt ja aufbauen. Ihr könnt sehr gespannt sein. So, Freunde, der Plan war ja, euch zu überraschen. Wir wurden aber mal wieder überrascht, und zwar haben wir unser schönes Blaubeersüppchen gemacht und dachten noch so dabei, der Himmel sieht ganz schön dunkel aus, könnte gleich anfangen zu regnen. Jetzt regnet es wieder, es donnert wieder, deswegen haben wir uns entschieden, morgen wie folgt weiterzumachen. Wir werden direkt mit unserem Projekt beginnen und einfach morgen auf Jagd verzichten, auf Eiweiße verzichten, also einfach hinzugehen und zu sagen, jo, morgen gibt's halt einfach nur Blaubeersüppchen. Guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 9 und ja, ich lag heute eigentlich die ganze Nacht wach. Mir war wieder krass übel, so vom Kreislauf her. Also sprich, mir geht's überhaupt nicht gut durch dieses gigantische Kaloriendefizit der letzten Wochen. Das war sie, schon wieder eine Folge von Survival Squad. Wenn ihr euch jetzt wundert, hey, pass auf, ich kann die Vorfolge gar nicht finden, die findet ihr nämlich bei Fabio im Kanal. Warum? Weil wir das Ganze mal abwechselnd machen. Samstags 17 Uhr bei mir, mittwochs immer 17 Uhr bei Fabio. Deswegen unbedingt seinen Kanal abchecken, Link in der Videobeschreibung und hier nochmal eingeblendet. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Let's go, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder beim Fabio. Wenn euch die Serie Survival Squad genauso gut gefällt wie Fabio und mir, dann checkt gerne unsere beiden Merch-Shops ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir haben beide uns ein paar coole Designs überlegt, auf T-Shirts, auf Hoodies und vielen, vielen anderen Sachen. Damit supportet ihr ganz persönlich uns und zeigt auch nach außen hin, dass ihr Fans von Survival Squad seid. Und fetten Dank für eure Unterstützung.